Hallo zum dieswöchentlichen Factsheet zum Farming Simulator 19. Diesmal sind es 8 Bilder, 4 davon mit Daten, 4 davon ohne Daten, damit man das Bild genießen kann. Aber ohne weiter lange zu reden, fangen wir mit diesem Bild hier an. Ist der Case IH oder IHC. Quadrat, Traktor, Preis 438.000. Leistung 386.000 bis 509. Kilowatt oder 525 bis 692.000, nicht 1000. 525 bis 692 PS. So, nicht 1000. Wäre ja schön, wenn er so viel PS hätte. Treibstoffinhalt sind 1230 Liter. Geschwindigkeit sind 40 Kilometer pro Stunde. Und es gibt das Motoren-Setup. Deswegen ja wahrscheinlich auch dann auch die verschiedenen PS-Zahlen. So, dann haben wir den Wilson-Trailer. Semi-Trailer wird wahrscheinlich irgendwas mit Halblader sein, Kipplader. Wir werden es sehen. Preis im Job 80.000, Fassungsvermögen 60.000 Liter und die Farbe kann verändert werden. So, bevor ich jetzt wieder einen Fehler mache, Weizen, Gerste, wird wahrscheinlich Raps sein, dann Baumwolle, nicht irgendwas anderes, Sonnenblumen, Sojabohnen, Körnermais, dann eben noch Saatgut und Granulatdünger, Festdünger, Flüssigdünger, Düngemittel, je nachdem. Muss das Auto jetzt dort vorbeifahren? Ist ja schlimm. So, und dann eben nochmal das Bild ohne die ganzen Daten. Damit man es mal ein bisschen genießen kann, ohne dass da irgendwie was gezeichnet oder geschrieben steht. Nein, genug gezeigt. Kommen wir jetzt zum Pferderstedt. Ist eine Sämaschine, sieht man ja, 290.000 Euro. 640 PS, 25,6 Meter Arbeitsbreite, 11 bzw. 18 Kilometer. Und kann mit einem 980 Air Card verbunden werden. Das wird dann wahrscheinlich das Ding dort sein. Ja, steht ja auch da. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Jedenfalls Gerste, Raps, Gerste, Weizen, Gerste, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, könnte Hirse sein und Gras. Und dann eben noch dieses Aircard, der Anhänger kennt man ja vom Big Butter, da gab es ja auch sowas hinten dran. Saatguttank 185.000 Euro, 34.500 Liter Fassungsvermögen, also doch schon eine Menge. Dann eben noch Saatgut und Dünger dazu, Radsetup und kann eben Standards, also entweder standardere Bereifung oder vordere Zwillingsbereifung, beziehungsweise hintere Zwillingsbereifung, je nachdem wie man das sehen möchte. So, dann eben wieder Bild ohne alles, schön und groß. Dann kommen wir zum Grimme, selbstfahrende Kartoffelernte. 496.000 Euro, 435 PS, 600 Liter Treibstofftank, 25 Kilometer schnell, 25 km/h schnell, 10 Kilometer Arbeitsgeschwindigkeit, 10 Kilometer pro Stunde Arbeitsgeschwindigkeit. Aha. Hat ein Fassungsvermögen von 9.590 Litern und kann eben Kartoffeln ernten. Ist ja auch klar für einen selbstfahrenden Kartoffelernter, ne, dass er Kartoffeln ernten kann. Schön zu sehen ist auch die Burg da im Hintergrund, die man ja schon in diversen Videos gesehen hat, mit dieser eine Stadt, Mauer da und sowas, die Ruine, bis auf den Turm da. Kartoffelpflanzen sehen irgendwie schöner aus als im 17er. Ist meine Meinung. Finde ich zumindest. Ich mache zwar selten Kartoffeln oder sowas, aber ich finde die irgendwie schöner hier in dieser Version. Und dann kommen wir noch zum Harvey. Das ist eine selbstfahrende Spritzer. Oder selbstfahrender Spritzer. Kann man das so nennen? Denk schon. Preis im Shop 489.000. Hat eine Leistung von 370 PS. Hat 1000 Liter Treibstoffvermögen oder Treibstofftank. Fährt 50 Kilometer pro Stunde schnell. Hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde. Hat ein. Na, Düngemittel. Tank von 9000 Litern, hat eine Arbeitsbreite von 48,5 Metern und kann eben
Dünger, also Flüssigdünger, und ich werde wahrscheinlich mal denken, dass dieses Zeichen da Unkraut vernichtet ist, weil das man ja auch sieht hier. Hier ist es normal, da hinten ist es dann Unkraut. Wird man jetzt wahrscheinlich in diesem Bild besser sehen. Das hier ist Unkraut, das da hinten. Und das da eben ist eben das Normal oder andersrum. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist ja Unkraut diese eigene Kategorie. So, mehr Bilder gibt es nicht. Dagegen soll man ja auch ankämpfen können. Jedenfalls haben die Maschinen da schon eine schöne große Arbeitsbreite. Das ist fast so groß wie die Big Butts aus dem LS17. Aber gut, das hier war es dann jetzt zum dieswöchentlichen Factsheet vom LS19. Denkt man, ist wohl Freitag, wird es dann auch wieder ab 14 Uhr neue Factsheets mit neuen Maschinen und sowas geben. Ich bin gespannt, ich bleibe auf jeden Fall da dran und dann sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.